Hallo, Robert Jagdschule-Eichler. Ruderbruch. Unter Ruderbruch verstehen wir erstmal allgemein, dass die Steuerung ausfällt. Und eine der wichtigsten Eigenschaften oder Vorhandensein, Existenzen von möglichen Alternativen zum Ruderbruch, also nicht mehr steuerfähig sein, ist schlicht der Knopf Autopilot. Die allermeisten Schiffe, praktisch alle Charterschiffe, haben heute einen elektrischen Autopiloten. Dieser elektrische Autopilot ist ein großer Elektromotor, der über eine Steuerung direkt auf den Ruderschaft zugreift. In der Regel versteht man unter Ruderbruch oder passiert es bei einem Ruderbruch nicht, dass das Ruderblatt selbst oder der Ruderschaft Schaden nimmt, das ist eher die Ausnahme, sondern in der Regel ist es so, dass zwischen dem Ruderrad, an dem ich drehe, und dem Quadranten unter Deck, der mit dem Ruderschaft verbunden ist, dort auf dem Übertragungsweg, Kette, Seile, Steuerungsstangen, dort tauchen Probleme auf. Also eine periphere Anlage geht kaputt und nicht die originäre Anlage. Wenn die originäre Anlage, Ruderblatt und Ruderschaft heil sind, dann kann ich mir in der Regel mit dem Autopiloten behelfen. Schlicht das Einfachste ist also auf die Taste Autopilot zu drücken. Der Autopilot steuert das Schiff und ich kann in Ruhe gucken, was ist jetzt los. Sollte es zu einem ernsteren Schaden gekommen sein, das ist zum Beispiel Kühne zu Goldnagel mal passiert bei einer Atlantikregatta, und tatsächlich ist das Ruder selbst verbogen, das ist gegen einen Wal gefahren, dann habe ich deutlich größere Probleme. Dann geht es wirklich los mit Basteln. Nicht das Schlechteste ist zum Beispiel eine Klotür auszubauen. Diese Klotür nehme ich raus, versuche sie mit einem Spinnakerbaum oder dergleichen zu versehen und habe dann so eine Art Spatenruder, das ich ins Wasser setzen kann, kann versuchen, damit zu steuern. Kleinere Schiffe kann man versuchen mit einem Schleppwiderstand, den man ins Wasser wirft. Also zum Beispiel sowas wie ein Treibanker oder eine Pütz oder dergleichen. Durch das Hin- und Hersetzen dieses jeweiligen Widerstandes im Wasser könnte man versuchen, das Schiff zu steuern. Das Ganze wird nur ausreichend genau gehen, bis ich in die Nähe eines Hafens komme. Danach reicht es dann nicht mehr, um auf engem Raum zu rangieren. Aber dann bin ich ja in der Nähe von möglichen Helfern und jemand kann mich anpicken, kann mich aufnehmen und kann entsprechend das Schiff steuern. Also, der Autopilot wäre immer die erste Wahl, um der Steuerung wieder oder wieder direkt Zugriff auf die Steuerung zu erlangen. Wenn ich in der Lage bin, ein Ruder festzusetzen, also das Ruder ist funktionslos und es ist nicht verbogen, ist nicht schief, dann, und das muss man einfach mal üben, lassen sich praktisch alle modernen Segelschiffe auch sehr gut nur mit den Segeln steuern. Durch die entsprechende Verschiebung des Segeldruckpunktes nach vorne oder nach achtern, also lose geben oder dichter holen von Schoten, Segeln, unter Umständen Reffen oder Vergrößern von Segelflächen, kann man das Schiff relativ gut eintrimmen und kann das Schiff auch in entsprechende Kurven bringen und Richtungen halten. Alles nur relativ grob, geht aber ganz gut, muss man aber schlicht mal üben. Geht natürlich nur, wenn das Ruderblatt feststeht und auch gerade steht. Wenn das Ding von vornherein eine Vorkrümmung hat, zum Beispiel weil man einen Walcontainer, was auch immer, getroffen hat, dann funktioniert das nur noch sehr schlecht, weil das Schiff quasi in so eine Art Dauerkurve gezwungen wird. Ruderbruch ist etwas, über das man sich vorher Gedanken machen muss und das man vorher ausprobieren muss. Ganz häufig zum Beispiel passiert das Gegenteil, dass plötzlich Leute sagen, huch, ich kann das Ruder überhaupt nicht mehr bewegen. Die versuchen mit großer Macht an dem Ruder zu drehen, das Ruder ist aber fest. Dann ist genau das Gegenteil passiert. Das Bedienfeld vom Autopiloten ist häufig so angebracht, dass Menschen aus Versehen darauf kommen. Das ist häufig schon bei unseren Schiffen vorgekommen, dass wenn jemand auf einem Schiff, das durch die See rockt, nach hinten läuft, hält sich nicht richtig fest und kommt mit dem Po, mit dem Knie, was auch immer, gegen diesen Schalter Autopilot, dann hat er unabsichtlich den Autopiloten eingeschaltet. Dann wirkt der Autopilot und dann kann ich natürlich nicht mehr am Steuerrad drehen, weil jetzt hat der Autopilot übernommen. Also sozusagen das Gegenteil von Ruderbruch. Und dabei, da muss man dann höllisch aufpassen als Schiffsführer, dabei kann es dann wirklich sein, dass Leute versuchen, mit großer Macht irgendwas kaputt zu machen, weil sie gar nicht begriffen haben, dass gar nichts kaputt ist, sondern der Autopilot hat jetzt zugegriffen und sie können von Hand gar nicht steuern. Viele Möglichkeiten, viele Optionen muss man vorher einmal durchspielen. Und vor allem für lange Strecken, das tun die Leute, aber auch die lange Strecken fahren, zum Beispiel sowas wie die ARC-Teilnahme oder so, da muss ich mir vorher Gedanken machen, wie würde ich das denn machen. Ich drücke die Daumen, dass es nie passiert. Gedanken machen würde ich mir trotzdem vorher.